Ein letzter Versuch noch. Das blöde Blatt fliegt halt auch so schlecht. Da ist mein Mauszeiger. Also jetzt hätte ich schwören können, dass ich reingetroffen habe. Und ist auch irgendwie ein Teleporter angegangen, aber... Okay. Wir lassen das erstmal. Es kann auch sein, dass wir anders irgendwie an den Käfig kommen. Oder dass ich zu blöd bin, den Schalter zu sehen. Ja, es muss richtig gewesen sein, weil der Teleporter ist jetzt aus. Aber ich weiß nicht, wie ich an ihn rankomme. Okay. Lassen wir das erstmal gut sein. Sonst haben wir ja hier alles und gehen wieder nach unten. Das ist eine Treppe. Gott sei Dank kann man hier runterklotzen. Genauso wie hier eine Treppe ist. Wir da lang müssen. Ja, ja. Gibt ja für alles seine Wege. Da war eine Nische, gell? Ja, da war eine Nische. Wenn ich unbedingt brauchen. Das brauchen wir auch nicht. Hier rüber, hier lang. Hier wieder hoch war falsch. Nein, war richtig. Wir müssen nämlich hier rüber. Und sind jetzt hier wieder an der richtigen Stelle. Gucken wir uns erstmal hier unten um. Okay, hier ist nur ein Vorrat. Mit einem großen Heiltrank und ein bisschen Essen. Wäre nur der Tod. Das heißt, unser einziger Weg weiter ist da, wo gerade die Jungs mir entgegenkommen. So, Multitarget, Single Target, Heilung, alles draußen. Ne, die Wand ist normal hinter mir. Oh, da hinten tummeln sich noch mehr Gegner, die ich gern fressen möchten.
Ja, Shitschlag. Na komm, gegen die holen wir ordentlich Feuer raus. Holen sie mal an. Na, du heilst sicher nicht. Du stirbst lieber ganz schnell. So. Wieder Baron. Na gut, der Baron ist zum Glück selber alleine nicht sonderlich stark. So, halt ihn mal ein bisschen hoch. Du kannst ruhig was trinken. So. Alles wieder gefüllt. Mana-Trank. Das hier sieht ein bisschen verdächtig aus. Ah ja, auf der anderen Seite ist das, wo wir die Map gefunden haben. Wurst, Wurst. Fermentiert auch rum. Das geht etwas schneller. Käse zum Inventar. Ah ja, ganzer Käse ist da unten. Oh, das sieht aus wie der Boss. Den möchte ich eigentlich nicht triggern gerade. Yay, wir haben die Karte. Das hier oben ist abgeriegelt. Zu Level 18, zu Level 18 gibt es hier einen Weg zurück. Oh, und jetzt sind wir hier. Ah. Das ist nett schon mal. Also. Tatsächlich ein Teleporter. Hehe. Mal gucken. Oh, das ist wieder Ebene 7. Das führt mich wieder zum Boss. Okay. Gut. Wow. Ah, nö, 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 nö. Au. Ist jetzt die Frage, nimmt Sirikal hier immer noch keinen Schaden? Ah, au. Dadurch nimmt er Schaden, ja.
Okay. Das heißt, nicht wirklich gefährlich ist der Feuerball. Au. Zum Glück kann man nicht wirklich sterben. Da ist unser Teil. Okay. Spuck mal Feuer. Ich will mal sehen, ob das was macht. Tut's aber nicht. Das ist die neueste Nachricht, würde ich sagen. Platziere mich mit einer Familie in einem dunklen Raum voller Kohlebecken. Ah ja. Da ist der Port. Damit kommen wir sogar zurück in die Arena. Hä? So, wenn ich jetzt wieder hier bin. Frag mich, wie man da reinkommt. Das hier muss eine Art Rückweg sein. Von allen Gebieten aus. Und ja, irgendwie muss es auch möglich sein, nach ganz unten zu kommen. Das hier ist auf jeden Fall der Bossraum. Zauberin Humanoid. Na, sie hatte wenigstens nicht so viele Lebenspunkte. Und hier ist unsere allseits beliebte Zauberin Jaina. Ja, klar. Sie scheint auf uns zu warten, wie all die anderen auch. Sie ist tödlich, willst du wissen warum? Ihre Hauptfertigkeit, Leben auszusagen, heilt sie selbst, indem sie das Leben aus dem Ziel saugt. Davon mal abgesehen kann sie uns mit einer Menge Zaubersprüche töten. Also bereite deinen antimagischen Schutz vor. Okay, verstanden. Das heißt, wir probieren sie jetzt mal aus. Hi. Oh, ich lasse dich einfach bluten. Hast du Resistenzen gegen alles? Okay. Ah, das heißt, ich bin mal nicht nett zu dir. Versengen, Arcana Ball. Okay. Leben aussaugen. Ach so, das saugt sie kontinuierlich aus. Auch gut. Das erste Mal, dann das. Zauberstab, okay. Bis jetzt geht's. Leben aussaugen, unterbrechen.
So. Ist hier relativ einfach irgendwie. Ich meine, wir haben sie schon die Hälfte runter. Oh. Du bist nicht ganz so gut dran, merke ich gerade. Aussaugen unterbrechen. Dein Mana erneuern. Die Heilung raushauen. Dein Mana erneuern. Dich mal anschreien. Du trinkst nur noch mal einen. Das sind immer noch kleine Heiltränke, von daher. Leben aussaugen, nicht gut. Für Hagrim, das ist immer gut. Mehr Bedrohung wäre eine gute Idee. Und sie hat einen Ring gedroppt. Der leider nicht wirklich was bringt. Okay, hier wäre der Weg nach unten. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, ob man irgendwie da runterkommt. Man muss irgendwie da runterkommen und man muss dann auch irgendwie da reinkommen. Das können wir dann aber alles beim nächsten Mal dann sehen. Alle gesund und munter. Alles gut. Das heißt, ich speichere jetzt hier. Ist eine gute Gelegenheit. Deinen Boss zu beenden. Das wäre dann LP 27. 20. Okay. Und dann sehen wir uns gleich wieder.